Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2. It's about time. Wir gehen mal zurück in die verlorene Stadt. Und ja, starten mit Level 12. Oder Tag 12. Wie auch immer. So, produziere mindestens 5000 Sonnen. Das sollte ja kein Problem sein mit den ganzen Sonnenfeldern hier. Ach, die Mine, der erste Gargantua schon. Na, das ist ja eine herrliche Überraschung. Eine schöne Bescherung, könnte man auch sagen. So, wir nehmen auf jeden Fall die Doppelsonnenblume mit. Und dann könnten wir... ich weiß nicht, lohnen die sich? Also wir haben hier auch wieder einen Schaufel, den Sonnenschirm und die Libellen-Zombies. Nee, ich glaube, von den Pflanzen da unten nehme ich nichts mit. Wie wäre es mit der Eismelone? Eine Wintermelone, die friert die schön ein, macht langsam und haut schön rein. Dann brauchen wir aber noch was ein gerades Geschoss. Dann nehmen wir den Blumenrang, der ist immer super. Dann könnten wir mal vielleicht eine Nuss und das Drachen war. Nee, Feuer und Eis ist immer blöd. Das hebt sich ja gegenseitig auf. Könnten ein bisschen Blitz. Oder wir nehmen noch den Duplinator. Ich nehme noch hier den Mangoldmangler. Und dann vielleicht doch kein Nüsschen. Ach, ich kann mich irgendwie heute nicht entscheiden. Ich weiß nicht. Nehmen wir einfach mal noch eine Kirschbombe mit, die ist immer gut. Ein Stachel oder doch vielleicht den Duplinator. Oder noch was von oben. Vielleicht, komm, wir nehmen noch Butter mit. Und noch Stacheln. So, los geht's. Wird schon klappen. Also ich spule mal vor. Und ich darf nicht vergessen, dass wir 5000 Sonnen produzieren müssen. Vielleicht stelle ich die einfach mal in diese Reihe. Heute zur Feier des Tages. So, du... keine Ahnung. Dann stelle ich hier hinten die Wintermelonen hin. Ich möchte ja jetzt erstmal viel Sonnenlicht haben. Und der kann da so ein bisschen rumgeschubst werden. Ach du Jemine, so viele Wichte. Das ist natürlich jetzt uncool. Was mache ich da am besten? Naja, die Wintermelone könnte ich schon mal hier platzieren. Eine. Dann hier vorne so. Und dann noch so. Ob das jetzt noch klappt, ich weiß es ja nicht. Hier vorne wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Reagiert der noch? Ja. Okay. Und hier unten ist natürlich blöd. Dann machen wir mal so. Oh. So, können wir hier den bitte nochmal ersetzen? Dankeschön. Dann hätte ich gerne hier oben auch noch eine Wintermelone. Der ist natürlich jetzt ungünstig. Wir brauchen noch so ein Cornerpult. Doof, dass der den ausgräbt und nicht wegschleudert. Vielleicht, wenn ich den zuerst... Ah, okay. Und da kommt auch schon der Gargantua. Ich habe hier überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Ich setze jetzt einfach da die Sonne hin. Zu allem Überfluss muss ich ja auch noch 5000 Sonnen sammeln. Ah, nein. So. Der Gargantua, der kann ja jetzt mal schön hier mit der Kirschbombe in die Luft fliegen erstmal. Ach du Jemine, was ist denn hier passiert? So, machen wir das einfach mal so. Hier ist schon viel los, muss ich sagen. Okay, aber ich habe schon fast... ich müsste hier noch die ganzen Felder bepflanzen am besten. Damit ich mehr Sonnenlicht bekomme. Vielleicht machen wir auch hier nochmal so. Hier oben habe ich nämlich keine. Das ist noch so ein blödes da. So. Jetzt kommt die letzte Welle mit Gargantuas. Ach ja, wir haben ja noch Stacheln. Die können wir auch gut auf diese Felder setzen.
darf jetzt hier nicht zu voreilig sein. Ich brauche noch das Sonnenlicht. Komm, wir machen einfach mal so. Ja. Wäre das schon mal erledigt, dann hauen wir hier die Melonen drauf. Und noch einmal. Und dann noch eine Kirschbombe, dann ist der schon mal kaputt. Das dauert leider hier immer so lange mit dem Angriff. Und du kannst nochmal zurückgeschleudert werden. Und dann hier auf die Stacheln treten. Und dann bist du tot. Okay. Hat doch alles funktioniert. War ein bisschen chaotisch. Vielleicht spule ich jetzt nicht mehr am Anfang direkt vor. Mal gucken. So, was haben wir denn hier Schönes in der Piñata? Nichts, was wir gebrauchen können. Also, ja. 75 Samenpäckchen sind schon ziemlich viel. Um auf Level 3 zu gehen. Okay, wieder. Okay, ich kann mir nichts aussuchen. Ach, das ist schön. Eine Melone. Melone mag ich. Dann machen wir den dahin und den dahin. Ja, vielleicht wäre es andersrum besser gewesen. So. Batsch. Natürlich kommt jetzt da der Zombie, wo nichts steht. Aber jetzt, der Duplinator wird dir den Rest geben. Einmal Zombie. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. So, der wäre schon mal kaputt. Dann kannst du einfach hier noch mal ein bisschen auf die Stacheln treten. Nimm dir schon mal was ab. Und noch eine Melone. Das ist schön. Und dann hat er seinen Eimer verloren. Oh, das ist aber schade. Hier, kriegst du auch noch eine Melone auf den Kopf? Nee, doch nicht. Es ist jetzt gut, dass der da kommt. Das ist allerdings nicht so gut, dass da keine andere Attacke ist. Ich weiß nicht, ob der Stachelkraut... Ne, ja, doch. Okay. Der kommt mir einfach ein bisschen zu nah nach vorne, muss ich sagen. Hauen wir mal so eine Melone raus. Ich hoffe... Ah, jetzt hat er meine Melone aufgefressen. Das gibt es doch gar nicht. Also dort, wo ich keine gerade Pflanze habe, sollte ich noch irgendwas anderes hinstellen. Wie zum Beispiel hier. Hier unten und da. Ne, dann haben wir nee, hier noch. Ja. Hier ist aber gerade der Sonnenschirm-Zombie. So, jetzt ist es überall gut verteilt, ja. Und das ist ja schon die dritte Welle. Das ging ja jetzt fix. Aber ich habe eh das Gefühl, dass hier die Level sehr schnell gehen. Was natürlich nicht schlecht ist, ne? Ich will mich nicht beschweren. Dann ist man schneller durch. Jutti. So. Ja. Gut. Nächstes Level. Los. Schneller. Mal sehen. Überlebe den Zombie-Angriff mit den vorgegebenen Pflanzen. Na gut. Und da ist wieder alles, was wir schon kennen. Okay. Das sind ja schöne Pflanzen. Ich würde ja gerne diese Goldblüten aktivieren, aber wenn ich da jetzt die Sonnenblumen draufstelle, dann sind die ziemlich weit vorne. Ich glaube, ich muss da einfach mit der Lava-Guave einmal schön die Lava rausspritzen lassen. Und dann sollte das doch laufen. So. Warten wir mal, wo der nächste Zombie kommt. Dann stellen wir nämlich da die AKEE hin. Okay, das kommt an zwei Stellen. Ich glaube nicht, dass die Lava so lange hält.
Aber warten wir es mal ab. Oder auch nicht. Plopp, da fällt der Arm ab. Und da haben wir ein Hütchen-Zombie. Eine Pylone hat er auf dem Kopf. Pylone aus der verlorenen Stadt. Na, ob der das hier alleine schafft? Ich glaube irgendwie nicht so daran. Deswegen vielleicht doch noch eine Lava-Guave zur Hilfe. Jetzt kommt schon die Riesenwelle. Oh, vielleicht. Hätte ich dem doch mal... Ja. Ich hätte mal mehr Vertrauen haben sollen in meine AKIE. AKIE. I'm sorry. Okay, Sonnenschirm. Das wird nichts. Du musst von der Lava getötet werden. Batsch. Oh. Sogar der Sonnenschirm ist dann so abgebrannt. Das finde ich gut. Okay, mir ist das jetzt aber doch ein bisschen zu lahm. Ich meine, hier passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Solange nicht irgendwo jetzt doch noch so ein... Keine Ahnung, irgendwas kommt. Oh oh. Na, das will ich aber auch meinen, dass du mal stirbst, ne? So, du trittst doch in die Lava, ja? Sehr schön. Und jetzt kommt die letzte große Welle. Wir haben sehr viel... Spezialdünger. Hauen wir den nochmal raus. Plop, 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 plop. Ah, natürlich ist die Lava genau dann weg. Aber ist ja kein Problem. So. Wäre auch der Tag 14 gemeistert. Wahnsinn. Fünf Level bis zur Stinkeblüte. Das geht ja hier so Schlag auf Schlag. Das ist gar nicht mehr so lang. Das freut mich. So, dann gehen wir jetzt noch in das nächste Level. Was erwartet uns hier? Schütze die bedrohten Pflanzen. Warum? Okay. Immer das gleiche Spiel. Also nehmen wir auch wieder die gleichen Pflanzen. So. Pi mal Daumen. Nee, Eismelone ist cooler. Because Eis. Friert alles ein. Yeah! Wobei, ist halt sehr teuer. Was immer ein Problem sein könnte. Aber wir haben ja Goldfelder und wir haben schon zwei Angriff... Also zwei Pflanzen zum Angriff bereit. So, der erste Zombie, der kann natürlich wie immer schön in so ein... Oder ich könnte direkt... Fangen wir doch einfach mal direkt hiermit an. Die werden ja sowieso schon abgeschossen. Der da unten aber nicht. Okay, ich setze hier schon mal eine Bonusverteidigung auf. Und hier oben auch. Jetzt kommt nämlich schon die Riesenwelle. Ich habe es schon fast gedacht, die nicht lange auf sich warten lässt. Jetzt wäre schön als nächstes die Wintermelone. Genau, dankeschön. Und da oben der, ich hoffe, der stirbt. Ja. Das ist gar kein Thema. Kaputt. Und ich würde so auch zur Sicherheit davor... den Mangoldmangler setzen, falls doch jemand so weit kommt. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nicht.
Tu den auch mal auf diese Seite. Dann habe ich da noch Platz für einen Melona-Pult. So. Und zur Not habe ich ja noch die Kirschbombe, die einfach mal alles zerfetzt. War's das schon? Also, geht das nur mir so oder geht das echt hier schnell? Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Oder eine Gehirnkarte. Was sagt die denn schon wieder? Na, schau an, Penny. Eine Schatzkarte. Meinen Analysen zufolge ist die Herkunft dieser Karte mehr als dubios. Aber da ist ein großes rotes X drauf, Penny. Seit wann ist das etwas Schlechtes? Bei den Zombies weiß man ja nie. Aber was es damit auf sich hat, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.